Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Void Train. Ja, wie in der letzten Folge angesagt, wir werden heute den goldenen Globals wieder folgen. Mal gucken, wo sie uns hinführen werden. Welches Rätsel wieder auf uns wartet. Das Spiel ist so fair, es zeigt dir immer an, wo du lang kannst. Also nicht, wo du lang kannst, sondern wo es was zu entdecken gibt. So fair ist es wenigstens. Das ist schön. Hier gibt es auch andere Spiele, die nicht so fair sind. Wieder ein Rätsel von der Hex. Oder von wem auch immer. Scheiße. Ah, da ist doch schon. Das ist doch schon das Rätsel. Das wird aber diesmal wahrscheinlich nicht so simpel sein wie das letzte. Befürchte ich. Na komm. Dankeschön. Was ist das denn da? Hier ist ein Fisch, da ist... Ach, da unten. Okay. Fürs Weisen ist natürlich nicht. Das hier schon? Ja, mehr gibt's hier nicht. Okay.
Da ist nichts. Gut, dann wollen wir mal gucken, was wir hier für schönes Rätsel haben. Also, wir brauchen einen... Ach nee. Wir brauchen einen Fisch. Einen Seestern und was war das andere? Die Kraken, gell? Das war hier in dem Haus drin. Genau, Kraken. Also Fisch, Seestern, Kraken. Fisch. Wo muss das hinten leuchten? Nein, es muss hinten leuchten. Okay, also hier muss es leuchten. Fisch. Seestern. Was ist das? Stern? Haken. Wenn du jetzt von hier guckst, ist das genau die Reihenfolge. Wenn das Spiel sagt, das ist so richtig rund, dann ist das so richtig rund. Gut, dann wieder zurück. Zack. Ui.
müssen das weiterfahren. So, nächster Hersteller. Dann stellen wir das hier. Weil wir brauchen ja noch Messingbahn brauchen wir ja auch noch. Dafür brauchen wir erstmal Kofferbahn. Hab ich hier hinten drin oder hab ich keine mehr? Habe ich das schon mitgenommen? Zink oder viel noch? Dann nehmen wir noch ein bisschen Zink. Dann brauchen wir auch Holz.
Und dann noch mal zwei davon herstellen. Sehr schön. So, dann können wir erstmal den Rest hier reinschmeißen. Brauchen wir ja jetzt das mal nicht. Jo. Einlegen. Aber eigentlich brauchst du das im Singleplayer nicht. Glaube ich. Na gut, du könntest jetzt hier auf die Seite einlegen, wo du das auseinander nimmst. Und auf der anderen Seite kannst du einlegen, wo du das einbaust. Geht auch das richtig? Naja. Was repariert. Der repariert nach und nach. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich auf jeden Fall. 25 nur noch. Benzinsammlung. Schreibt frei Benzinklumpen. Okay. 5 Holz macht das. Okay. Das braucht man dann, weil das nächste ist die Diesellok, die wir freischalten können. Das wird ein bisschen schneller unterwegs. Aber ich glaube, das
erstmal noch weit, weit entfernt von. Das ist echt eine Wachsstufe, was es hier gibt. ...33 bis jetzt. Okay. Wir sind jetzt bei welcher Stufe? 23. Okay. Das Schiffsbügel. Das sind ein Schiffsbügel. Okay, leider stand doch. Schön. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal weiter. Jetzt getroppt ist. So, machen wir jetzt mal hier eine Scheiße da rein. Oh, hier bin ich auch. Hallo? Ja. Tschüss. Sammeln weiter. Das war ja sehr gut. Zack, danke. Und ja. Oh ja. Ja, mal ein bisschen Deko bauen. So. Ein Bett kann ich mir bauen jetzt. Sehr schön. Ich will auch ein Bett bauen. Wollte ich hier vorne mit reinbauen. Wir wollten das ja immer umbauen hier. Die ganze Scheiße muss immer loswerden. Der war gerade beschäftigt. Gut. Ich habe nicht geguckt, was ich freigeschaltet habe. Oder? Habe ich das gesehen? Ich bin zu müde. Ich muss auf jeden Fall. Mit werde ich nicht mehr alt. Achso, doch. Das Bett hat man freigeschaltet. Genau. Wir hatten das Bett freigeschaltet. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, das war's für heute. Ich bin nämlich tot wieder. Ja, ich bedanke mich bei euch mal wieder fürs Zusehen. Okay, alles gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin euch auf jeden Fall eine schöne Woche und
gehabt. Euch wohl. Bis zum nächsten Mal, euer Nock. Bye, bye.